Hallo und herzlich willkommen zu, zu Far Cry Primal. Ich begrüße dich herzlich. Es ist schon, ich laufe schon direkt durchs Feuer. Es ist schon ein bisschen her, wo wir uns gesehen haben. Und es ist, nein, kein Live-Let's Play. Ich nehme mal wieder so privat auf und wir müssen mal ein bisschen weiterspielen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gewesen sind. Es ist schon so lange her. Und ich schaue direkt mal auf die Karte. Hatten wir denn irgendwie ein Missionsziel, wo wir hin wollten? Ich glaube, wir wollten zu Sailor, ne? Die Sammlerin. Schwierigkeitsgrad schwer. Pass auf, wir machen mal hier diesen Außenposten. Werden wir mal da hingehen. Mit dem ganz intelligenten Wegpunkt, der ja, den man ja so gut sieht. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Pass auf. Ja, mein Gott, wie lange ist her? Far Cry gespielt. Boah, ich glaube, eine Woche ist es mal wieder her. Und ja, es tut sich so einiges hier in Far Cry Primal, denn es kommt jetzt demnächst ein Survival-Modus. Ich glaube, wenn man das Spiel komplett durch hat, glaube ich, kann man den wohl dann, das kommt als kostenloses DLC, den kann man dann freischalten. Und unter anderem soll man wohl eine Ausdaueranzeige bekommen. Die Karte wird auch entfernt, so wie ich natürlich schon spiele. Außerdem... da bist du ja. Gizzy. So, und außerdem soll man wohl, wenn die Ausdaueranzeige runtergefahren ist, soll man wohl schlafen gehen müssen, weil man sonst langsamer wird und alles und pipapo. Das Jagen wird auch schwieriger. Man muss wohl auch mehr essen. Und es gibt wohl auch einen Permadeath-Modus. Das heißt, wenn du stirbst, ist das Spiel vorbei. Klingt hart, weil ich sag mal, bei Outlast oder so zum Beispiel gibt es ja auch so einen Insane-Mode, also so einen Überlebensmodus. Und da kann man ja auch sterben und das Spiel von vorne anfangen. Bei Outlast ist natürlich das Gute, das Spiel geht nicht so lange, das geht ja nur ein paar Stündchen. Alter! Ja, hau bloß ab. Hau bloß ab, sag ich dir. Und, gut, bei Far Cry ist es natürlich so, dass es natürlich... Bei Far Cry ist natürlich das Doofe, das Spiel geht nicht mal eben nur, hallo, warte mal. War hier nicht der... Wo war denn der? Ich suche schon wieder verzweifelt den Wegpunkt. Da. Bei Far Cry ist es natürlich nicht mal eben in 2 bis 4 Stunden durchgespielt oder so. Alter, das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Ich glaube, das werde ich mir mal... Alter, es ist dunkel hier. Hilfe. So, ja, bei Far Cry, ich glaube, das werde ich mir mal für den Stream aufheben, diesen Survival-Modus. Und dann werden wir das mal im Stream in der Let's Play Live-Show, werden wir das mal spielen, da freue ich mich schon sehr drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier weiterkommen. Ach, den haben wir ja, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Ich kann mich entsinnen, dass wir hier durch den... Genau, wir kamen durch den Nebel gar nicht weiter. Stimmt, da kamen wir nicht weiter. Verdammt, ich wollte jetzt schön das auch... Hallo? Gizmo, lass mich durch. Okay, pass auf, da müssen wir das doch anders machen. Da müssen wir erst woanders hin. Dann können wir eigentlich hier oben das Leuchtfeuer eigentlich entzünden. Machen wir mal eine Schnellreise hier hin. Ja, nee, wie gesagt, dieser Survival-Modus, also, Permadeath gibt es wohl, also so ein Permadeath-Modus. Dann halt ist da drin eine Ausdaueranzeige, die dich zwingt halt zu schlafen, damit du wieder voller, voller Power ist, um auch zu laufen und alles. Und pipapo, jagen soll auch schwieriger werden, weil es weniger Tiere nachts wohl auch gibt und alles und tagsüber. Und dass du wirklich ums Überleben kämpfen musst. Und halt, Essen und pipapo und so. Also es wird schon sehr lustig und sehr survivalmäßig. Erinnert mich ein bisschen... Also ich sag mal so, habe ich es mir eigentlich auch gewünscht, dieses Spiel. So ein bisschen wie Forest oder so. Oder die anderen Survival-Crafting-Spiele. Und also man soll auch mit dem Craften seiner Gegenstände irgendwie, glaube ich, auch irgendwas an Ausdauer oder sonst was verlieren. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Oh, ich glaube, es wird Nacht. Ich glaube, wir zünden mal hier... Also ich mache mir nochmal ein paar Bögen. Jetzt zünden wir eben hier die Fackel an, damit wir ein bisschen Licht haben. Sonst wird es gleich zu dunkel. Ui. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Also den Modus will ich definitiv spielen. Das passt so richtig zu dem Setting hier und alles.
Gut, das mit dem Permadeath. Es gibt auch eine abgeschwächte Variante. Da soll man wohl auch noch eine zweite Chance bekommen. Eine zweite Chance. In Anführungsstrichen. Und, ja. Au, au, Alter! Oh, da hinten ist jemand. Warte mal. So. Der ist schon mal weg. Der war, glaube ich, alleine, ne? Ich glaube, der war alleine. Ja, sehr schön. Und ich finde das, wie gesagt, viel, viel geiler hier mit dem Einsammeln und Pipapo. Deswegen gehe ich auch nicht mehr. Das habe ich ja im Live-Let's Play auch gesagt gehabt. Ich gehe nicht mehr an diese Vorratstaschen. Klar, das Spiel bietet das an und man sollte das wohl machen. Aber man kann sich das ja auch ein bisschen selber schöner machen und schwieriger machen. So spiele ich halt. Und wie ich ja schon mal sagte, wem es nicht passt, der kann halt gerne auch anders gucken. Wie gesagt, lasst mich einfach Spaß am Spiel haben und das Spiel entdecken und einfach, ne? Und wer Spaß hat beim Zusehen, da freue ich mich natürlich. So. Ja, weiter geht's, mein Gott. Oh, Entschuldigung. Ich vergesse mal die Mute-Taste zu aktivieren. So, wir müssen da oben hin? Was? Okay. Kann es sein, dass wir jetzt in die kalte... Wir müssen noch... Ah, warte mal, siehste. Das fällt mir jetzt ein. Ach, hier der Vergangenheitsflex. Guck mal an, ey. Der wollte doch... Ich kann mich entsinnen. Der Vergangenheitsflex wollte unbedingt hier so eine... Die Hose hat er schon gebaut. Ah, guck mal, der Drecksack hat dabei nicht hier eine Winterkleidung gebaut. Braucht noch seltenes weißes Jackfell. Und Weißwollfell. Da müssen wir mal gucken, wo wir es herkriegen. Da müssen wir mal schauen. Denn hier wird es jetzt, glaube ich, kälter, wo wir hin müssen. Aber wir haben eine Hose an. Also ich laufe hier nicht nackt rum, ne? So. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt aussieht mit der Kälte. Ich habe aber noch keine Kälteanzeige jetzt gerade. Vielleicht hilft das schon ein bisschen mit dieser Hose, die wir tragen. Ist übrigens eine Boxershorts. Entschuldigung, muss ich selber lachen. So. Da oben ist das Leuchtfeuer. Oh, was ist das denn Schönes? Oh, Grünblatt. Ah, so sehen also die Grünblätter hier. Oh, jetzt wird doch kalt. Wenn wir wahrscheinlich stehen bleiben. Deswegen müssen wir vielleicht in Bewegung bleiben. Ich bleib mal stehen. Na? Gerade war irgendwie das Kältesymbol links am Bild. Ah, guck mal, da ist Jack. Aber ein seltenes weißes Jackfell. Da sind Wölfe. Ist da ein weißer Jack am... Nee, das kann... Aha, okay, wenn wir stehen... Kann das sein, weil wir die Fackel haben, dass uns nicht kalt wird? Ich glaube schon, das macht natürlich Sinn. Ich bin so schlau. So, kommen wir hier lang, nach oben? Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Das werde ich versuchen. Ja, Gipfel, Leuchtfeuer. Dann wollen wir mal. Ich werde bestimmt sofort gesehen. Pass mal auf. Duck dich. Ach, guck mal, da oben ist schon jemand. Kann man das Leuchtfeuer eigentlich nicht direkt mit dem Bogen entzünden? Dann brauche ich da oben die Gegner nicht erledigen. Da kommen nämlich... Oh. Na, komm her. Der ist schon mal weg. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Der ist auch weg. Der liegt im Feuer. Der brutzelt ein bisschen. Das ist sehr schön. Eigentlich wollte ich den Pfeil gar nicht anzünden, aber naja, gut. Wenn schon aber dabei sind. Yeah! So, die Gegner haben wir, glaube ich, ausgeschaltet. Das nehmen wir auch noch mit. Ich nehme wieder die Fackel. Damit wir ein bisschen Licht da auch mal. Hier ist eine Beutetasche. Also die Tasche, wenn die hier rumsteht, dann nehmen wir sie natürlich mit. Selbstverständlich. Erstmal abhängen. So, pass auf. Müssen wir mal gucken. Hier oben müssen wir hin. Entzünden wir mal hier das Ding hier. Sehr schön. Sauber. 7 von 16 haben wir schon mal Anspruch. Alter. Da hat der Flexi ja vor ein paar Folgen ja ganz schön was vorgelegt. Da muss ich ganz schön... Oh, ich höre Gegner. Da muss ich ganz schön nachlegen. Ich schau mal eben.
Wir kriegen sogar eine Bevölkerungserhöhung. Oh, 82 haben wir jetzt. Sehr schön. Pass auf, wir müssen natürlich den Außenposten hier ein bisschen befreien, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Damit wir uns hier ein bisschen freier bewegen können. Wir müssen mal gucken, wo ist der Weg? Da oben ist der Wegpunkt. So. Also. Gehe ich mal hier lang. Auf geht's. Ist natürlich die Frage, wo ist dieser... Wo ist dieser Außenposten? Der wird wahrscheinlich wieder unter uns irgendwo sein. Ich krabbel mal wieder ein bisschen alles hier ab. Geh weg. Geh weg. Oh, wir haben Rennen. Tschüss. So, pass auf. Jetzt mal eben kurz gucken. Das wird wahrscheinlich unten irgendwo sein. Müssen wir mal gucken. Boah, wie geil das hier aussieht mit dem Himmel. Alter Schwede. So. Das nehmen wir auch noch mit. Und hier unten wird wahrscheinlich, denke ich mal, ich mach mal eben aus. Da unten ist, da soll das Lager sein? Entschuldigung. Okay, ach nee, das ist... Okay, wir sind oben, das scheint unten zu sein. Wir müssen mal irgendwie runterkommen. Versuchen wir ein bisschen nach unten, ja. Ja, wie gut, dass ich hier nicht so viel sehe. Wo ich hier hinrutsche. So. Ich wollte gar nicht in der geduckten Haltung gehen, sondern ganz normal weiter. So. Ich höre schon Sonne. Oh, es wird Tag. Sehr schön. Ist das ein seltenes weißes Mammut? Könnte sein, ne? Pass auf, das machen wir mal, wenn wir schon einmal dabei sind. Ciao! Pass auf, ich nehme mal den Speer. Jawohl, sehr schön, sauber. Mammut häuten. Und was kriegen wir da? Mammuthaut, toll. Ich dachte, das wäre ein... Achso, der ist nur weiß vom Schnee. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes oder so. Naja, gut. Hätte ja sein können. Guck mal hier, Jungs, was ich für euch habe. So. Wenn ich schon einmal dabei bin. Schmeiß mal... komm ich hier rauf? Laufe ich auch richtig? Ich versuche mich mal einfach hier nach oben zu mogeln. Um so ein bisschen... das Dings auszukundschaften, das Lager. Obwohl, ich glaube nicht, dass ich irgendwie, oder komme ich irgendwie nach oben? Ah, hier. Boah, Alter, wie geil das aussieht. Alter Schwede. Alter Verwalter. Lecko funny. Da leckt mir doch einer mal die Eier, wie geil das aussieht. Entschuldigung, ich meine... So. Was ist das denn da oben? Vorne. Komm her, lass dich mal streicheln. Ja. Ja, ist ja ganz. Ja. So eine Hauskatze hätte ich auch gerne. Da soll das Lager sein. Unter uns? Ist das hier im Berg drin? Kann das sein? Ich schau mal eben, ob hier nicht runterfallen. Kann es sein, dass das Lager hier in dem Berg drin ist? Kommt man denn da hin? Müssen wir mal schauen. So langsam die Kälteanzeige wird so langsam, nimmt so langsam ab. Ich versuche mal irgendwie einen Eingang zu finden. Wie kommen wir denn? Jetzt suche ich schon wieder den Wegpunkt. Wo ist der? Das ist aber, da ist es aber auch ein Ding mit dem Wegpunkt. Was? Bau Außenposten? Hast du einen Außenposten entdeckt? Was? Wo? Wer? Ich höre welche, aber... Da soll das... Habe ich das überhaupt richtig markiert? Wie soll man denn... Kann das sein, dass das hier rein ist? Dass ich jetzt hier rechts gehen muss? Wo sind die denn?
Oh, da ist was. Kann ich hier runterspringen? Versuch's mal. Oh, da hinten ist jemand. Zwei Stück sogar. Was macht... Gizmo, was machst du da? Treffe ich natürlich nicht, ist klar. Mist. Hätte ja sein können, dass ich den irgendwie treffe. Oder man kommt vielleicht hier... Ah, hier bestimmt. Ah, guck mal einer an. Die sind bestimmt hier unten drin. Jetzt wird es natürlich ein bisschen dumm. Okay. Die sind bestimmt hier unten drin. 100 pro. Ich gehe durch die Höhle. So, ich wechsle mal auf den Bogen. So. So, mal schauen. Pass auf. Da lief schon mal einer. Ich schick mal... Warte mal, ich... Ich schick mal weg. Los, verzieh dich. Nein, nicht da lang, nein! Oh Gott! Oh Gott! Ist das ein... Das ist doch ein Grafikfehler, oder? So, der ist schon mal weg. Ich hoffe, der wird nicht gefunden, gesehen. Das Problem ist, hier kannst du natürlich keine... Was? Wo? Kannst du keine Eule benutzen? Wo ist der denn, der Typ? Hä, wo denn? Ach, da. Den sieht man gar nicht durch den Nebel. Ach so, apropos Nebel. Bei diesem Survival-Update soll wohl auch, dieser Nebel dichter werden, dass man noch mehr Schwierigkeiten hat, Gegner zu sehen und alles und pipapo. Boah, das ist aber echt schwierig, hier den Fuß zu fassen. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Oh, 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 oh. Alter. Scheiße. Das war doof. Das war doof. Ciao. Gegner in der Nähe gerufen. Verdammt, scheiße. Na, lass mich durch, ich klemme. Aua. Oh, ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde sowas von sterben. Das gibt's gar nicht. Alter! Hör auf damit! Aua, ich sollte mich heilen. Ich sollte was essen. Aua. Habe ich noch was zu essen? So wie es aussieht, nicht. Bam. Die mit ihren dämlichen Giftbomben da. Alter, Hilfe. Aua. Hört doch auf. Hört doch auf. Oh. Ich hab keine Keule mehr. Das ist natürlich mies. Oh doch, hab noch einen. Ich dachte, ich hätte keine mehr. Aua. Immer mit der Keule ein auf die 12 geben. So ist der. Wo ist der? Da ist er. Komm her! Survivor! Yeah! Außenposten befreit! Geil! Yeah. Jawohl. 5 von 15 haben wir jetzt befreit. Das ist sehr schön. Das heißt auch für uns, dass wir weiter vorankommen. Natürlich, die Story müssen wir natürlich auch weiterspielen. Da ist es dunkel hier. Ich muss mal, glaube ich, wir haben mal ein paar Bögen und sowas erstellen. Ach, siehst du, die Wespenteile und sowas, diese Stachelbomben. Die hätte ich jetzt normalerweise eigentlich auch mal nutzen können.